Das zentrale Ergebnis der Studie, und das besorgt uns wirklich sehr, ist der drastische Anstieg rechtsextremer Einstellungen. Wir haben in diesem Jahr 8,3% der Bevölkerung, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, plus nochmal 19%, die so im Graubereich sind, das heißt, die nicht antidemokratisch sind, die aber auch die Demokratie nicht stützen. Und das sind mehr als dreimal so viele wie in all den Jahren zuvor. Der zweite Punkt, der uns wirklich Sorgen macht, ist der deutliche Anstieg, gerade bei den jungen Leuten, bei der jüngeren Altersgruppe zwischen 18 und 34. Hier haben wir 12% mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Das sind also beides alarmierende Zahlen. Ich glaube, da müssen wir dringend etwas tun in der Gesellschaft. Ja, die Studie zeigt ganz deutlich, dass Demokratie immer wieder erkämpft werden muss, immer wieder dafür geworben werden muss, denn augenblicklich ist Demokratie unter Druck und es sind immer mehr Menschen, die verschwörungstheoretisch unterwegs sind, die aber auch Rechtsextremismus tatsächlich befürworten. Die Politik ist, glaube ich, gefragt, die Menschen ernst zu nehmen, als Bürgerinnen und Bürger, und zwar sowohl diejenigen ernst zu nehmen, und das ist die große Mehrheit, die sich große Sorgen vor dem Anstieg des Rechtsextremismus macht, all diejenigen sehr ernst zu nehmen, die angegriffen werden durch den Rechtsextremismus, weil sie einer markierten Gruppe angehören, weil sie vielleicht eingewandert sind, weil sie jüdisch sind, weil sie Frau sind und oder weil sie sich für Demokratie engagieren. Und das sind ganz, ganz viele Menschen, die sich Sorgen machen, in welche Richtung entwickelt sich unsere Gesellschaft durch den Rechtsextremismus. Sie muss aber auch die rechtsextrem Eingestellten ernst nehmen und sie muss auch diejenigen, die Demokratie unsicher sind, ernst nehmen und die sich auf die Straße stellen und antidemokratische Parolen rufen. Und sie müssen sich gefallen lassen, gefragt zu werden, in welcher Gesellschaft möchtet ihr leben? Möchtet ihr wirklich in einer Gesellschaft leben, wo Menschen ausgegrenzt werden? Ich glaube, es geht sehr darum, dass man lösungsorientiert arbeitet. Der Streit gehört zur Demokratie dazu, aber am Ende muss es Lösungen geben, die Sicherheit auch bieten. Gerade im Wandel, gerade in Zeiten der Verunsicherung ist es wichtig, dass Politik Rahmen setzt und wir niemanden alleine lassen.